Polizei vom Haus zu schaffen. Okay. Meistens hilft das hier aber scheinbar nicht. Ich hab dich auf meinem Radar! Der nervt. Das habe ich jetzt wieder. Ah! Ich habe doch normalerweise nicht so viel Zeit, diese Polizisten loszuwerden. Ich bin jetzt gespannt, wie die Geschichte weitergeht. Hier bin ich. Du musst die Matrix von Bischof Gast zurückholen. Matrices müssen aus der großen Datenbank herausgeholt werden. Da die Matrix erst vor kurzem gestohlen wurde, hatten sie vielleicht noch keine Zeit, sie von dort herauszuholen. Und was soll ich dann tun? Du schleust dich in die virtuelle Welt ein, die die große Datenbank geschaffen hat. In dieser Welt gibt es 8 Bischöfe, die die Matrices bewachen. Es ist unmöglich, die Matrices ohne die Hilfe eines dieser Bischöfe zu stehlen. Einer von ihnen muss also ein Verräter sein. Finde heraus, wer es ist und zerstöre ihn. Dann schnappst du dir die Matrix von Bischof Goss und bringst sie an ihren Platz zurück. Ich zerstöre sie einfach alle und fertig. Das kannst du machen, aber sobald du angreifst, gehen sie auf dich los. Wenn ich du wäre, würde ich zunächst herausfinden, wer der Verräter ist. Okay. Machen wir das. Ah.
werden wir mal wieder Detritus. Und gehen in die große Datenbank. Dazu müssen wir, glaube ich, einen Stock tiefer. Zugang verweigert. Hallo, darf ich reinkommen? Zugang verweigert. Nur Bischöfe dürfen eintreten. Okay, nur Bischöfe. Dann werden wir mal zu einem Bischof. Ich rate dir, nicht anzugreifen, bevor du weißt, wer der Verräter ist. Okay. Diesen Ratschlag werde ich befolgen. Oh. Ich glaube, ich wechsle mal kurz das Raumschiff. Ich weiß jetzt nicht, ob das so schlau ist, aber... Vielleicht muss ich es dann neu kaufen, aber mal schauen. Das ist nicht der, den wir suchen. Suche einen anderen. Das ist nicht der, den wir suchen. Suche einen anderen.
Hier ist er. Zerstöre ihn und schnapp dir die Matrix. Jetzt noch das Raumschiff wechseln. Wo ist hier der... Ah, da. Wir werden angegriffen. Zerstört den Eindringling. Ich muss auftanken. Schieß nicht von hinten auf mich. Hier ist die Matrix. Schnapp sie dir und bringe sie an ihren Platz zurück. Ehre der großen Datenbank. Bitte zerstört nicht mein Raumschiff. Schöne Effekte. Ausgezeichnet. Geh jetzt zurück zum Tempel und sprich mit Gus. So. Wir haben jetzt also die Matrix von Gus wiederhergestellt und können jetzt mit Gus reden. Und ich weiß nicht, irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich die letzten paar Minuten ziemlich ruhig war. Ich weiß nicht, ob ich das... Vielleicht wegen den Kämpfen, aber mal schauen. So, Gus ist... Mit Gus rede ich jetzt noch und dann mache ich wieder mal eine Aufnahmepause. Hallo Gus, ich bin der, der dich vorhin gerettet hat. Ich habe auch deine Matrix zurückgeholt. Gerettet, okay. Danke, dass du mich vor diesem miesen Söldner gerettet hast. Als Dankeschön gebe ich dir die Pläne für unsere Schiffe und Motoren. Es sind zweifellos die besten auf ganz Scrapland. Danke, cool. Jemand hat versucht, dich aus dem Weg zu räumen. Es könnte derselbe gewesen sein, der vor kurzem deinen berühmten synthetischen Schleim gekauft hat. Ich weiß noch immer nicht, wofür dieser Typ den Schleim wollte. Ich konnte ihn nicht sehen. Wir haben uns an einen sehr dunklen Ort getroffen. Aber beim Weggehen ist ihm ein Wahlkampfsticker mit dem grinsenden Gesicht... Wahlkampfsticker mit dem grinsenden Gesicht von wem? Detritus, rufe mich sofort an. Etwas Schreckliches ist passiert. Okay. Mit dem grinsenden Gesicht von... wem? Naja, dieses Rätsel wird erst bei der nächsten Aufnahme geklärt. Das Schreckliche, das passiert ist, ich glaube, ich kann mich daran erinnern, aber bin mir nicht ganz sicher. Jo, mal schauen. Also,
Wir werden alles noch sehen. Also, Spiel speichern, den Elternspeicherstand überschreiben. Yep. Bis später.